heute haben wir eine wunderschöne neue Waffe von Walter für euch. Let's go! Wenn ihr neu hier seid, ich habe auch ein Video in Englisch gemacht. Schaut es euch an. Wie immer, die Waffen sind entladen und sichergestellt aus Sicherheitsgründen. Wir haben heute hier die Walter PDP Kompakt und wir haben hier die Walter PDP als lange Version zum Vergleich, damit ihr mal seht, was so der Unterschied in der Lauflänge ausmacht und vor allem in der Höhe des Griffs. Die Walter PDP ist eine 9mm halbautomatische Pistole, die Striker fired gesteuert wird, mit einem Schlagbolzen hinten drin, beidseitig bedienbar. Und was hier heraussticht, ist auf jeden Fall das neue Griffstück, das sie gemacht haben. Diese Riffelung, die wir hier auf dem Griff haben, ist super griffig und bisher eine der interessantesten und wahrscheinlich besten Versionen auf dem Markt. Zumindest für mich, denn ich habe selten eine Waffe in der Hand gehabt, die so schön in der Hand liegt wie diese. Auch meine vorherige, die ich mir gekauft habe, die Walter PPQ, wunderschön, aber das hier ist quasi fast baugleich dieselbe Pistole im Inneren. Und deswegen sind zum Beispiel Verschluss austauschbar mit der PPQ. Ich habe mich an die PPQ gewöhnt. Die PDP habe ich jetzt noch nicht zum heutigen Tage angeschossen. Werden wir aber dann auf der Shooting Range definitiv machen und sehen, wie sie sich schlägt. Ansonsten haben sie hier alles verbessert, was bei der PPQ vielleicht noch zu wünschen hat, übrig gelassen. Nicht nur, dass wir hier richtige schöne Einkerbungen haben im Verschluss, um die Waffe besser zu manipulieren. Wir haben auch wieder eine Picatinny-Schiene dran. Alles ist beidseitig bedienbar. Der Magazinauswurf ist umbaubar auf die andere Seite. Und was sie hier haben auf jeden Fall ist ein noch besserer Trigger. Mit noch weniger Weg. Wunderbar. Super leicht zu zerlegen. Heutiges Shoutout geht raus an unsere Sponsoren Yellow Arsenal und Bravo Zero Six, dass ich hier sein kann und das filmen kann. Und für die Ausstattung techmerch.com. Bei techmerch kriegt ihr Shirts wie dieses oder dieses Shirt. Schaut rein, es gibt auch taktische Motive für Frauen, nicht nur für Männer. Was ist der Unterschied zur langen Version? Wir haben hier in der langen Version ein längeres Magazin. Es gibt verschiedene Versionen. Es gibt die Kompakt mit langem Griff. Es gibt die lange mit dem langen Lauf mit langem Griff. Und dann gibt es noch eine dritte Länge an Lauf. Wir haben eine 4 Inches, wir haben eine 4,5 Inches und wir haben einen 5 Inches Lauf. Und zwei verschiedene Arten, das Griffstück zu verändern. Für kleine Hände oder für große. Und haben dadurch auch mehr Munition. Die weiteren Daten sind die Länge. Da haben wir einmal 184 mm bei der ganz langen Version, 135 mm bei der 4,5 Inches. Beim Gewicht haben wir 690 Gramm bei dieser. Wie gesagt, man kann zwischen 15 Schuss und 18 Schuss Magazin auswählen. Es passen auch tatsächlich in die kurze Waffe die langen Magazine. Die stehen aber dann tatsächlich unten etwas raus und sehen dann unschön aus, wie man hier sehen kann. Dafür kann man sich aber die PPQ Magazine holen. Die gehen auch mit der Verlängerung. Dann hat man wieder hier eine mit 17 Schuss anstatt mit 15. In Deutschland ungefähr für 790 Euro zu haben. Ja, da hat Walter in Deutschland wieder mal was richtig Schönes rausgehauen. Wir sehen jetzt, wie sie sich auf der Shooting Range macht. Walter PDP ist wirklich eine geniale Pistole. Jeder auf der Shooting Range hat die Aussehen der Waffe bewundert. Der Trigger war für manche etwas seltsam und neu, aber alle fanden ihn gut und das Trefferbild war bei allen auch wirklich hervorragend. Der Griff ist absolut das Genialste, was ich jemals in der Hand hatte. Noch mehr Griffigkeit gibt es einfach nicht.
Und alles in allem gibt es nicht wirklich was Schlechtes über die Walter PDP zu sagen. Ich denke, sie hat zu ihrem Vorgänger so ziemlich alles wettgemacht, was dort schlecht war.